Seelenreiten, Tag Nummer 62. Heute bin ich leider etwas sehr spät dran, da ich vorher noch ein Video gemacht habe für ein Projekt vom Club. Das haben vielleicht ein paar schon gesehen. Hier sind auch zwei Teilnehmer davon, die wir mal eben schnell begrüßen. Und dann wollen wir dann auch weitermachen. Wie ihr seht, ist heute schon am Dämmern, denn ich bin sehr spät dran. Es ist jetzt gerade 20.09 Uhr, wo ich gerade aufnehme, weil ich heute, wie gesagt, noch an dem Video gesessen habe und so weiter. Und ja, dann wollen wir gleich mal wieder anfangen beim Training, dass ich da wieder ein paar Fragen beantworte. Und ja, und dann mal gucken, ob ich am Ende wieder ein paar Facts über mich schreibe bzw. sage. So. Fange einen Flüchtigen, überspringe die Schockwellen und Spurwechsel. Gut. Also, die erste Frage. Aber ab jetzt sind Fragen von den Leuten, die jetzt nicht erwähnt werden wollen. Das sind ein paar. Und zwar, was hat dich dazu gebracht, mit Stimme aufzunehmen? Also, das war ein Grund, das wollte ich eigentlich erst gar nicht. Ich wollte eigentlich mich ein bisschen abheben von anderen und halt einfach nur zeigen, dass man auch mit Schreiben und so weiter auch erfolgreich werden kann. Aber irgendwann wurde dann die Schreibarbeit dann doch ein bisschen zu viel und auch die Schneidarbeit und so weiter. Und dann habe ich dann doch überlegt, mal mit Stimme zu machen. Und habe ich halt, das war halt passend gerade, dass das Vega dann gerade kam. Und dann war es auch ein relativ kurzes Update und habe ich halt dann mit Stimme versucht. Und ja, seitdem habe ich dann doch viel Gefallen an der Stimme gefunden. Denn man muss einfach nur abfilmen, man spricht seinen Teil und ja. Ich betone nicht nach, ich nehme alles live auf, so wie ich es jetzt auch gerade tue und spreche dazu halt. Deswegen klinge ich auch manchmal sehr konzentriert, da ich halt, ja, mehrere Sachen auf einmal machen muss. So, ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Zur nächsten komme ich dann gleich. Mein Pferd ist Level 5, yay! So, die nächste Frage. Könntest du mal andere Spiele zeigen, die du spielst? Ich würde es unheimlich gerne. Ich würde unheimlich gerne auch Spiele zeigen, die ich auch andere Spiele zeigen. Zum Beispiel Sims. Sims 4 spiele ich halt momentan ziemlich gerne und so. Aber das Problem ist, ich habe jetzt nicht den leistungsstärksten PC und ich könnte es ja mal versuchen. Zum Thema Sims, dann müsst ihr einfach nur wissen, was interessiert euch, denn ja, ich bin jetzt nicht die interessanteste Sim-Spielerin, denn ich nutze keine CC, ich nutze keinen Mods, ich nutze nur Basic-Kram, weil halt mein PC das halt nicht alles schafft. Und ja, deswegen müsst ihr dann halt so gesehen wissen, was soll ich machen? So, weil wenn ich halt Sim-Spieler sehe, die nutzen halt CC und Mods und keine Ahnung was und bla 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 und das, ja. Das nutze ich halt, wie gesagt, nicht. Dann habe ich aber auch noch andere Spiele, die sind ein bisschen älter. Halt zum Beispiel Age of Mythology oder Civilization. Das ist so ein Aufbau-Ding, so eine Strategie. Da bist du halt so, da musst du halt von der Steinzeit her bis in die Moderne halt was aufbauen. So wie halt Age of Empires oder sowas in der Art. Oder so. Das spiele ich halt dann zwischendurch. Und ja. Ich würde gerne auch Let's Tests, also so gesehen Spiele machen, die man auch testen könnte und so weiter. Nur das Problem ist halt, mein PC kann halt die neuesten Dinger nicht. Das ist halt das Doofe. Ja, das erstmal zu der Frage. Ich wurde jetzt ein bisschen ausführlicher, als ich gedacht habe. Wo habe ich mein Mikrofon gekauft? Achso, ja, das habe ich letztens vergessen zu sagen. Also ich habe mein Mikrofon bei Saturn gekauft, aber ich glaube, dass es das auch bei Medimax und Mediamarkt und auch im Internet gibt. So wie in den meisten Sachen halt auch. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein! So kurz vom Ziel. Okay, ich werde das jetzt beschleunigen, denn ich mache das jetzt nicht nochmal langsam. Ich werde es eben kurz beschleunigen. Leute, sorry.
jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Moment, wenn man nicht bemerkt, dass sein Fernseher ganz im Hintergrund gelaufen ist. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Uff, ansonsten schreibe ich die Antworten, die ich gegeben habe, nochmal rein. Falls man das nicht versteht. So. Gut, weiter geht's. Spurwechsel. So, die nächste Frage. Was ist dein Lieblingstier und wieso? Also mein Lieblingstier, ich habe nicht ein Lieblingstier, ich habe mehrere Lieblingstiere. Also ich mag Katzen, ich mag Pferde. Katzen halt, weil ich halt sehr viele Jahre Katzen hatte. Hunde auch. Weil ich halt auch selber Hunde hatte. Ein Pferd habe ich zwar nicht, aber ich finde sie halt trotzdem schön. Sie haben zwischendurch zwar so einen traurigen Blick, wo man halt manchmal denken könnte, ihnen geht's nicht gut, obwohl es denen halt doch dann gut geht. Manchmal sind sie halt ein bisschen schwer zu deuten, aber durch das Spiel halt habe ich doch so ein bisschen meine Liebe zu Pferden auch ein bisschen entdeckt wieder. Und das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, dass ich dann ja, also gestern, dass ich ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, auch vom Gesundheitlichen her auf ein Pferd zu gehen, dann Pferd zu reiten, dann würde ich es gerne machen und so. Dann meine Lieblingspferderasse in Real und SSO. Also in Real kann ich es gar nicht so genau sagen, denn da, was da ist, da ist auch Lusitano, Achat Hekinger und so. Und in SSO, da, ja, SSO ist es noch schwieriger, denn da habe ich halt von mehreren Rassen so gut wie alles. Also ich habe alle Lusis. Also könnte man schon sagen, dass Lusitano meine absolute Fave-Rasse ist, aber der Quarter entwickelt sich halt auch schon zu einer sehr interessanten Art. Deswegen, ich kann es gar nicht so genau sagen, was jetzt meine Lieblingsrasse und so ist. Auf jeden Fall habe ich, Hate-Rassen habe ich ein paar, ja. Also, wenn ich mal das so sagen kann, Hate-Rassen habe ich ein paar. Und zwar, was meine größte Hate-Rasse in SSO ist, ist halt das Welsh, weil das Welsh halt keine wirklichen Werte hat und so weiter. Und irgendwie, keine Ahnung, ich mag es einfach irgendwie nicht, ich mag es anhand nicht, weil, ja, Animation ist nicht so toll. Dann halt die ganzen Altmodelle. Die ganzen 1.5er Generationen und so weiter, die mag ich halt alle nicht so. Ansonsten, Hate-Rassen fällt mir nichts mehr ein. Ja, ich gucke es mal kurz, welche Mission wir machen müssen. Und zwar haben wir heute Rette das Pferd und Irrlichter. Gott sei Dank ein paar einfache. So, wie immer, ich werde den Weg zu den entsprechenden Orten nicht filmen, sondern die Fragen dann gleich wieder bei den Missionen dann stellen. Beantworten. So, wo müssen wir denn hin? Rette das Pferd? Na, zu den Sonneninseln. Gut, dann bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ohne Scheiß, ich habe eben vergessen, was ich machen muss für eine Mission. Ich glaube, es war Pferd retten. Ja, ich habe das schon wieder voll vergessen. Ich bin so dermaßen platt, ey. So, erstmal Thumbnail. Ich bin platt vom Videoschneiden, Leute. Ohne Scheiß. Ich habe dieses kurze Video, 2 Minuten, das hat mir 3 Stunden gekostet. Und ohne Witz, ich bin müde, deswegen. Deswegen sorry, wenn ich heute so viel Quatsch laber. Aber ja. So, also, die nächste Frage ist: Pflanzt du dein eigenes Obst und Gemüse? Also, habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe mal mich an Gurken und Paprika und Tomaten versucht. Das hat auch eine Zeit lang auch geklappt. Problem ist, ich habe keinen eigenen Garten und an der Fensterbank pflanzt sich das halt nicht so gut. Beziehungsweise es ist was gekommen, so ist es nicht, aber es ging halt sehr leicht wieder ein und wurde halt nicht so ertragreich, dass ich halt jetzt da lange von leben konnte. Da ist halt alles dann natürlich kleiner weg, weil die Sonne fehlt, ne? Aber wenn ich halt die Möglichkeit wieder hätte, würde ich es jederzeit wieder machen. Dann würde ich auch hier mich auch an anderes versuchen. An große Gurken, also hier Salatgurken und so weiter, Wassermelonen, halt was man so alles pflanzen kann. Lieblingsgetränk und wieso? Cola. Erstens, weil Cola und Pepsi, weil es ist ja praktisch dasselbe. Weil es einfach geil schmeckt, ja. Halt typische. Jo, bin fertig. Halt dieses typische Cola-Fanatiker und so weiter, ja. Und so. Gut, die nächste Frage, die beantworte ich gleich. Erstmal dann wieder zurückgehen.
So, das nächste war ehrlich da. Dann gucken wir gleich mal, wo ich da hin muss. So, ehrlich da. Wo muss ich hin? Hollowoods. Ach, das ist ja easy. Das kann ich ja in einem Schwung aufnehmen. Also, die nächste Frage war, wohin sollte man auf jeden Fall schon mal gereist sein? Das habe ich beim ersten Video gestern ja schon ein bisschen angeritzt. Sorry wegen dem Wort hier erwähnt. Und zwar, Mist. Ey, komm schon. Hallo, Junge. Hallo, ich verhaue jetzt bestimmt nicht die... Ey! Ey, du rennst... Ey, ich schaff das doch jetzt wohl, ne? Also, reisen. Selber gereist bin ich nach Frankreich und Kroatien. Und Kroatien war zwar auch eine schöne Stadt und ein schönes Land und so weiter. Wir waren in der Nähe von... Wie ist die Straße? Moment. Die Straße hieß Pula, glaube ich. Pula hieß die Stadt. Die Stadt. Nicht Straße, sondern Stadt. Und hier war an sich eine schöne Gegend. Aber das Problem ist, der Strand war einfach ätzend. Also nichts gegen die kroatischen Strände. Ich habe wahrscheinlich einfach nur den falschen erwischt. Aber da waren nur Steine. Also man konnte da nicht sitzen. Man konnte da nicht liegen, man konnte da gar nichts, man konnte auch nicht richtig schwimmen gehen, weil man sich halt überall was aufgeschnitten hätte, also verletzt hätte, so gesehen. Deswegen ist Kroatien, was das angeht, wenn man halt an den Strand geht und so weiter und halt nicht nur alles erkundet, halt nicht so toll. Frankreich dagegen war einfach nur geil. Wir waren da, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, aber wir waren da bei Ligouin d'Or. Also, wenn man das jetzt schreiben würde, würde man sagen Le Grau du Rui. So hieß das, so wird es halt geschrieben. Das war ein Zeltplatz und da konnte man so einen halben Kilometer laufen. Dann war man an einem richtig fetten Sandstrand. Und zwar wurde er wirklich fett. Also der Strand alleine ging schon einen Kilometer. Da musste man teilweise rennen, weil der Sand so dermaßen heiß war. Aber das war einfach so dermaßen schön da. Ich war da mit meiner besten Freundin halt auf diesen Kirchenfahrten, von dem ich im letzten Video geredet habe. Und es war einfach cool. Wir waren da 2 Wochen, wir waren nur am Wasser, nur drin, am Schwimmen und so weiter, beziehungsweise wenn man schwimmen kann, also wenn man das Schwimmen nennen kann. Und, oh, das war einfach nur schön da, ohne Witz. Aber da würde ich jederzeit wieder hin, selbst ohne diese komischen Fahrten, würde ich meine beste Freundin schnappen und würde sofort dahin fahren. Also wir kamen da mit so einem heftigen Sonnenbrand raus und allgemein halt, sorry, ich muss träumen, aber das war einfach nur so geil. Ich würde am liebsten sofort wieder hinfahren. Wir sind da an die 14 Stunden mit einem Bus, mit einem Reisebus hingefahren, aber ohne Witz, diese Reise hat sich so gelohnt. Also, diese Gegend kann ich echt jedem weiterempfehlen, auf jeden Fall. Ja. Mehr Fakten über mich fallen mir jetzt auch gerade so nicht ein, aus was ich in letzter Zeit schon gesagt habe. Ja, dann würde ich sagen, da wird es jetzt sowieso erst, weiß gar nicht, es ist jetzt 9:30, wo ich jetzt gerade bin, die Aufnahme. Das wird um 21:30 Uhr erst online sein, das heißt, dann wollen wir es nochmal beenden. Und ja, hoffen, dass ich euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt habe wieder und dass es ein bisschen interessant war, trotz meiner dermaßen Müdigkeit. Und ja, dann würde ich sagen, Anita ist jetzt leider gerade nicht da, aber ich kann da jetzt auch gerade nicht Rücksicht nehmen. Sorry, Anita. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch und wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen.